Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, jetzt haben wir anderthalb Tage alle hier gesessen, kluge Reden gehört. Jetzt soll noch eine kommen, das machen wir jetzt mal kurz und bündig. Aber ich lege schon Wert darauf, zwei, drei Sätze sagen zu können, weil das Europäische Parlament eines der Parlamente ist, die mit wichtigen Fragen sich auch in den letzten Monaten und letzten Jahren befasst. Erstens melde ich, dass wir erfolgreich waren. Wir haben es geschafft, dass der Fraktionsvorsitzende der Gesamtfraktion aus unseren Reihen kommt, mit Manfred Weber. Darauf sind wir stolz. Zweitens haben wir dafür gesorgt, dass viele Kolleginnen und Kollegen in wichtigen Aufgaben tätig sind in dieser neuen Wahlperiode. Das können Sie alles in dem schriftlichen Bericht nachlesen. Das muss ich jetzt nicht vortragen. Drittens, wir sind mit 34 Mitgliedern weniger Mitglieder als vorher. Das ist ärgerlich. Das ist allerdings nur begrenzt unsere Schuld, um das mal klar zu sagen. Denn den Satz möchte ich mir schon genehmigen. Das ist die Verantwortung derjenigen, die im Verfassungsgericht die Entscheidung getroffen haben, auf die 3-Prozent-Klausel zu verzichten. Dank dieser klugen Richterinnen und Richter haben wir jetzt AfD, ÖDP, NPD, Tierschutzpartei, Spaßpartei und sonstige Verrückte neben uns sitzen. Das ist wirklich ein gelungener Beitrag des obersten deutschen Gerichts gewesen. Und wir müssen uns jetzt damit jeden Tag rumschlagen. Übrigens gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass uns auf der Strecke manchmal, meine Oma hat immer gesagt, Not lehrt beten. Wahrscheinlich müssen die Richter auch mal verstehen, was sie da angerichtet haben, wenn sie sehen, wie schwer es jetzt ist, zu tragfähigen politischen Entscheidungen zu kommen. Viertens, ein Hinweis. Ich habe gelernt, dass es immer ganz gut ist, in der Politik nicht nur kluge Reden zu halten, sondern sich an das, was man beschlossen und geredet hat, auch noch zu halten. Denn das ist für die Wählerinnen und Wähler am Ende immer relativ relevant. Nicht nur klug daherzuschwätzen, sondern auch zu beweisen, dass man das tut, was man sagt. Und da will ich auf zwei, drei Punkte hinweisen, die uns im Moment ein wenig beschweren oder, sage ich mal, aufmerksam machen. Erstens gibt es bei uns langjährig beschlossen, mühsam beschlossen, Beschlüsse zur Haushalts- und Stabilitätspolitik, dass die Staaten in der Europäischen Union sich an den Stabilitätspakt halten sollen. Und wir haben in den letzten Tagen zur Kenntnis genommen, dass in dem Haushaltscheck der Europäischen Kommission einige Staaten durchs Rost fallen. Die haben sich nicht an die Bedingungen, an die Regeln gehalten, die sie selbst verabredet haben, namentlich Italien und Frankreich. Und mir macht schon ein wenig Sorgen, dass der Hinweis aus der Kommission kommt, man würde den Ländern, den Staaten keine Lektionen erteilen wollen, denn die Länder mögen Lektionen nicht. Also ich glaube, das ist keine Geschmacksfrage, sondern es ist eine Frage, ob man solche Beschlüsse ernst nimmt. Regeln, die man beschließt und an die man sich dann am Ende nicht hält, die sind sinnlos, wertlos, zwecklos. Und deshalb lege ich größten Wert darauf, dass nach dieser kleinen Pause von ein paar Monaten jetzt dann am Ende ernsthaft geprüft wird, und Parlament, Kommission und Rat auch darauf bestehen, dass Italien und Frankreich genauso die Regeln einhalten müssen wie die anderen kleinen Staaten. Die Griechen, die Spanier, die Portugiesen, die Iren. Das ist zutiefst unfair, wenn jetzt andere Bedingungen gelten würden. Ein zweiter Punkt, der uns beschäftigt, ist die Frage Investitionen. Wir wollen ja alle Wachstum in Europa. Die Frage ist nur, wie. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dass mit diesem Investitionspaket 315 Milliarden Euro jetzt nicht so eine Wundertüte auf den Tisch kommt mit frischem Geld oder dass wir Schulden machen, zusätzliche Schulden machen, sondern dass das aus dem Bestand organisiert wird. Ich wünsche mir allerdings auch, dass bei den Projekten eine Auswahl erfolgt, und da legen wir Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Gruppen größten Wert drauf, dass das Projekte sind, die wirklich Wachstum in Gang setzen und nicht aus jedem Land irgendein netter Wunsch erfüllt wird, dann ist es sinnlos. Das macht nur Sinn, wenn jetzt sorgfältig beurteilt wird, ob diese Projekte auch wirklich Wachstum anregen oder ob sie es nicht tun. Und drittens, wir haben im Wahlkampf versprochen, wir wollen für Wachstum in Europa sorgen, für Wachstum und Stabilität. Und Wachstum steigern heißt für Wettbewerbsfähigkeit sorgen. 80 Millionen Deutsche, 500 Millionen Europäer und 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wer da glaubt, dass bei 7 Milliarden Menschen auf der Welt irgendein Staat alleine diesen Wettkampf gewinnen kann, um Wohlstand und Arbeitsplätze, der irrt gewaltig.
Aber wir irren auch, wenn wir glauben, die Europäer könnten das mit 500 Millionen machen, wenn sie einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen uns schon ein bisschen mehr einfallen lassen, wie wir Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Wir haben heute wieder viele kluge Beschlüsse gefasst. Ich wünsche mir nicht nur, dass wir solche klugen Beschlüsse fassen, sondern dass wir ernsthafte Beiträge leisten, dass die drohende Deindustrialisierung Europas nicht Platz greift. Wir haben da ein paar dicke Probleme. Und die liegen nicht daran, dass nur einige Staaten nicht richtige Politik machen, sondern sie liegen auch daran, dass wir in der Politik, auch in Europa, manchmal Beschlüsse fassen, der Industrie nicht helfen, sondern schaden. Mehr Belastungen, mehr Auflagen hemmen eine Industrialisierung und eine Wachstumspolitik in Europa und sind schädlich für neue Jobs. Und das gilt für Stahl, das gilt für Chemie, das gilt für Automobil. Sie kennen all die Beispiele. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht nur immer beschwören in Sonntagsreden, sondern wenn es dann praktisch wird bei Energiepolitik und in anderen Fällen, dass wir dann auch mal so beschließen, dass wir nicht immer die ganze Welt auf einmal retten wollen, sondern vielleicht Stück für Stück vorangehen und berücksichtigen, dass wir auf der Strecke ein gesundes Klima unserer Nachwelt überliefern, aber vielleicht auch dafür sorgen, dass noch ein paar Jobs neu entstehen. Beides zusammen macht Sinn, und da muss man manchmal etwas behutsamer sein. Meine Damen und Herren, es gäbe noch viel zu erzählen. Ich lasse das jetzt. Lesen Sie den Bericht nach auf der Heimfahrt, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Ich würde mir wünschen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ebenen in der Politik, in der CDU auch in Zukunft so gut ist wie in den letzten Monaten und Jahren. Ich bedanke mich dafür bei der Bundestagsfraktion, insbesondere bei Volker Kauder, für das große Projekt 3%. Das war eine Riesenhilfe, die wir da erfahren haben. Bei der Bundeskanzlerin Wolfgang Schäuble, bei der Geradlinigkeit in der Frage Stabilitätspolitik. Und ansonsten wünsche ich Ihnen demnächst schöne Weihnachtstage.